Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wow, to the Black Sea DLC. Wow. Ich sollte vielleicht doch Whipper werden. Okay, wir fahren los. Immer geradeaus. Ich habe immer das Gefühl, dass beim Neuladen das Spiel immer rumspringt, ne? Vorhin, als es so Dämmerung war, da war auf einmal noch ein Neuladen, war es auf einmal wieder dunkel. Und jetzt hier gerade war es noch so richtig schön Dämmerung, also so Sonnenaufgang, aber noch so dunkelig. Und jetzt nach Neuladen ist die Sonne auf einmal schon super hell. Die scheinen wohl diesen Wetter State oder den Day State im Allgemeinen nicht wirklich zu speichern, nur einfach beim Neuladen neu zu würfeln oder sowas. I don't know. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Was ist das? Was hat der hinter uns nochmal? Ach, ein Reisebus. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich mal kurz die erste Taste gedrückt und der geht direkt gleich auf 75 runter. 57. Oh Mann, ja. Immer geradeaus.
Wieder auf 80 runter geht. Mit dem Überholen ist das schon lange vorbei. Immer geradeaus. Natürlich schleide ich jetzt schon wieder. Bester Junge! Immer geradeaus. Aber eine Flurholzflöte.
Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Immer geradeaus. Wie viel bekommen wir eigentlich? Oh ja, das waren 40.000 mal. Das war also auf jeden Fall wieder weit über 100.000. Und zwar weit genug, damit wir uns auf jeden Fall noch weitere Lkw kaufen können. Gar nicht mal so schlecht. Weil wie gesagt, unsere Werkstatt aufrüsten. Aber ehrlich gesagt, eine neue Garage war glaube ich 180.000 und das Aufrüsten kostet nur 100.000. Bin ich mir ziemlich sicher gerade. Warum fahre ich eigentlich gerade auf der linken Spur? Kann man das irgendjemand erklären? Kann er mal langsamer fahren oder so? Ah, das muss ja weit genug weg sein. Hätte ich schon fast Nürnbergring. Ah, diese Rennstrecke auf jeden Fall. Nürnbergring oder irgendwie so. I don't know. Jetzt wollen wir überlegen, warte mal kurz, also wir schlafen ja immer 9 Stunden, ne? Das heißt, wenn ich jetzt so schlafen gehen möchte, dass wir gerade so noch den Sonnenuntergang miterleben und natürlich noch die Dämmerung. Und Sonnenuntergang ist ja so ab, ich sag mal, 20 Uhr. Also, sagen wir mal, wir machen mal 17 Uhr. Der hätte schon alleine schlafen gehen müssen. Eben, wenn wir jetzt schlafen gehen, wenn wir schon alleine bis 19 Uhr. Verdammt! Na gut, okay. Dann hat sich das also sowieso schon erledigt. Das heißt, wir fahren jetzt einfach so lange, wie wir können. Wollen wir dann eh in der Nacht aufwachen. Und dann müssen wir nur so wenig wie möglich in der Nacht fahren. Sind ja bloß noch 4 Stunden. Zum Glück. Oh, wir haben vielleicht schon... Ey, ich glaube, wir brauchen gar nicht pennen gehen. Ha! Ausgeätscht, ihr Bitches. Aber natürlich nein. Dann können
können wir nämlich wieder bei uns in der Garage pennen. Das war gleich dreimal. Wobei, nee, dreimal ist blöd. Obwohl, doch. Ja, nee, doch, ist blöd. Weil, wenn wir wirklich noch 4 Stunden brauchen, dann sind wir mit der Tour also erst 14 Uhr fertig. Das heißt, wenn wir dann 27 Stunden schlafen, dann wachen wir um 17 Uhr wieder auf. Also kurz vorm Dunkel werden. Heißt, wir dumm. Das heißt, ich würde jetzt nur zweimal schlafen. Weil dann müssen wir relativ zeitig aufwachen, weil dann wird dann, wenn wir 14 Uhr pennen gehen und dann zweimal pennen, dann wäre es ja 8 Uhr morgens. So. Das wäre also schon eher dann angenehmer. Alter, wie der LKW runterbremst. Auch vorhin, als mich da dieser Wohnwagenauflieger da. Nimm mal kurz auf die S-Taste gedrückt. Boom. Schon stehe ich. Es kann natürlich sein, dass der LKW keine Motorbremse hat. Doch hat er. Ah, genau. Und der dementsprechend gleich mit voller Kraft bremst. Ja, während die anderen LKWs ja meistens mit der Motorbremse gebremst haben. Weswegen es immer super verzögert war. Gelb. Wieder nur 70, Alter, was ist hier los hier? Stop and go. Das ist ein bisschen geknackt. Was ist denn in Kurven hier, ey? Holy shit. Kann ich überholen? Nee, ne? Ah. Ach, ich bin nicht schön. Erst muss ich meinen Bremsversuch abbrechen und dann ist auch noch die Sicherheitszone. Eigentlich gibt es Sicherheitsabstand. Ich werde gerade voll hinten drauf gesammelt. Demnächst rechts abbiegen.
No. Aua. Der hat gesessen. Aber wisst ihr, man mehr verdient? Die sind immer noch nur mit 200 bis 300 Euro unterwegs, ja. Die müssen auch langsam anfangen zu leveln. Was ist denn los mit denen? Immer geradeaus. Langsam wird es draußen natürlich warm wieder. Ich meine, es geht. Ja, tagsüber so 30, 31 Grad. Ist natürlich mir eigentlich schon ein bisschen zu warm. Aber A, ist es wenigstens eine trockene Wärme. Keine Schwüle. Und vor allen Dingen geht es auch nachts relativ kühl runter. Also 15 Grad, weil die war jetzt. Meine, diese Nacht war glaube ich sogar 13 Grad. Also war es glaube ich die kühlste Nacht, oder die kommt jetzt noch, die Nacht jetzt. Eine von den beiden. Das heißt, zum einen kann man trotzdem gut schlafen. Gerade nachts. Morgens ist es auch immer schön kühl. Auf allen Dingen gesagt, man schwitzt sich so extrem. Weil es halt nicht so schwül ist, sondern halt normale Wärme. Also ist einfach nur warm. Da geht es dann immer noch. Klar, es geht besser, keine Frage, aber das ist wie gesagt so ein Sommerwetter, was ich akzeptiere. Ohne bei der Regierung Beschwerde einzulegen. Freie Eiswürfel für alle! Was haben wir genug? Oh, siehst du, 20 Minuten Reserve, easy. Und also gut auf. Nice. Jetzt schaffen wir es ja locker. Wie gesagt, großes Wetter werden wir wahrscheinlich haben, keine Frage. Aber alles andere sollte im Kundenbereich sein. I hope so. Immer geradeaus. Das soll mit der Folge erstmal gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge denn dann wieder.